So. Wie gesagt, ich baue jetzt erstmal nur mal so, wie ich mir das denke, dass es hinterher Hand und Fuß hat. Splatoon! Hallo, hallo, hallo. Guten Morgen, guten Morgen. Wie geht es dir? Wie geht sich das ja eigentlich, wenn wir jetzt hier die Wand noch so hinmachen? Also das ist dann die letzte Truhenwand. Ich fehl gerade in der Werbung, okay. Ja, die Anfangswerbung kann ich leider nicht abstellen. Aber ich weiß nicht, ob es zwischendrin Werbung gibt. So, genau, das ist dann Mauer. Das ist dann die Mauer. Genau. Guten Morgen, Hisu. Hallöchen. Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Schwert braucht man gerade nicht. Legen wir das Werkzeug lieber dahin. So, und dann kämen wir hier raus. Aber wir kommen da nicht wirklich raus, würde ich sagen. Warum ich mitten in der Nacht streame? Ja, ich habe nachher um 14 Uhr nochmal einen Termin bei meiner Schwester, aber das ist ja noch ein bisschen hin. Mitten in der Nacht, sagt die, um 8 Uhr. Nee, um 9 Uhr, mitten in der Nacht, also hieß es. Ich hab nur 6 Steine. Okay, okay, okay. So, weil 14 Uhr ist eine gute Aufstehzeit. Ja, nee, wenn ich... Ich sag dir, wenn ich... Ich habe ja am Montag Frühdienst. Und es wäre extremst, wenn ich jetzt erst um 14 Uhr aufstehen würde und dann nächsten Tag Frühdienst habe, weil dann käme ich nicht früh genug ins Bett. Also könnte ich einschlafen. Ich habe schon mittlerweile, weil ich echt extrem schlecht einschlafe, Melatonin-Tabletten? Hießen die so? Ich glaube ja, dass sie so hießen. Einfach um besser einschlafen zu können. Ja, der Realismus, ne? Das ist echt schlimm. Das ist echt schlimm, ja. Auf jeden Fall, damit ich einschlafen kann und die Frühschicht überlebe. Das Geile ist natürlich, ich hatte jetzt Spätschicht, ich habe am Montag Frühdienst und dann habe ich komplett die restliche Woche Spätdienst. Sitze auch mit in der Kasse, weil ich die Kollegin unterstütze. Und wir machen es immer so, der Gegenpart, wir haben ja wir sind ein Marktleiter, ein Substitut, also Stellvertreter und zwei Stießkräfte. Das Melatonin-Zeug hat dir gar nicht geholfen. Ich kann es dir gar nicht sagen, ob es mir jetzt letztens so wirklich geholfen hat, ob es eher die Erschöpfung war oder ob ich wirklich dadurch geschlafen habe. Da habe ich jetzt noch keine Resonanz zu. Auf jeden Fall machen wir es dann immer so. Sie ist in meiner Schicht und dann sagt sie nichts, außer wenn sie halt gefragt wird und umgekehrt. Weil es ist ja nicht meine Schicht. Wenn ich in ihrer Schicht bin, um sie zu unterstützen, mache ich natürlich das, was sie
gerade braucht und alles drum und dran. Natürlich sehe ich auch die Arbeit und mir braucht man wenig sagen, was ich machen muss und was nicht. Aber dann gehe ich auch für sie in die Kasse, statt dass ich dann sage, okay, warum soll ich kassieren, ne? Auf jeden Fall wird das dann wild. Aber ich habe Samstag frei. Aber ich habe Samstag auch was vor. Und das ist nicht Stream. So, wir kommen nämlich hier dann raus. Wir kommen hier raus. Wir könnten hier dann noch die Mauer ziehen. Wir könnten aber auch... Wartet mal. Ich mach das jetzt erstmal pauschal ein bisschen weg noch. Weil wir brauchen eine kleine Produktionsstätte, hätte ich schon gerne gemacht. Ja, da habe ich was vor. Und das, was ich da vorhabe, ist mir auch extrem wichtig. Bin ich auch froh, dass da jeder momentan so mitzieht. Weil sonst ginge das nicht. So. Die 10 Bollerwagen mit, ja genau. Nee, nee, dass die das, was ich da gerade mache, so akzeptieren. Beziehungsweise da können die eh nichts gegen sagen. Das ist das. Du brauchst einen Kaffee, ja, dann mach dir doch einen. Meiner ist schon wieder fast leer. Nee, er ist eigentlich leer, aber Katerkaffee macht er schön, ne? Und mir gleich. Ach, ich hab meine Finger auf den falschen Tasten, okay. So. Dann ist meine Frage nur, inwiefern... wenn ich aufstehen, bin doch gerade erst wach geworden und liege, sitze jetzt gemütlich im Bettchen. Okay, das würde ich dir nicht mal übernehmen. Was ist denn mit Amarok? Oder ist er im Haus oder bei seinen Eltern? Die Frage ist, ob das reicht an Produktion. Der pennt noch, okay. Warte. Amarok, Hisu braucht einen Kaffee. So. Mal gucken, ob es wirkt. So, genau. Das ist the last band. Naja, aber ich bin die ganze Woche schon gaga im Kopf. Frag meine Arbeitskollegen, die sind... Ich will jetzt nicht sagen genervt, aber schon recht erschüttert. So. Das habe ich natürlich null drauf. Ja, eigentlich. Das ist ja eigentlich egal. Würde eigentlich auch noch schlafen, aber habe morgen früh wieder Termine und ich schlafe so extrem bescheiden, deswegen bin ich jetzt mal früher aufgestanden, wach geworden, wie auch immer. Aha, aha, aber mich anprangern, wenn ich so früh aufstehe, ne? Mhm. Nee, 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 ne? Nee, 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 nee.
finde zwar das unmöglich, die Ecke hier wegzumachen, weil die kommen eh nicht hier lang. Aber egal. Hier müssten wir aber, damit hier nichts spawnt, trotzdem eine Fackel hinmachen. So. Wir nehmen noch was Erde mit. Würde ich nie machen, ja, mhm. Würde sie nie machen, sagt sie in ihrem jugendlichen Leichtsinn. Habe ich nicht gesagt, dass sie, dass das niemand reichen wird an Erde? Mich doch direkt eigentlich ein Stack mit. Lustigerweise, ich hatte eben über die Monetarisierung von meinem Video erzählt, oder von den Videos stellenweise erzählt, dass, ne, wenn das passiert, bei dem Video passiert nichts, ne, aber bei einem Video, wo nur Minecraft-Musik läuft, passiert was. So. Genau, da müssen wir noch einen Grundriss hinkriegen. Ich habe schon wieder vergessen, wie viel ich nicht gezählt habe. So. 1, 2, 3. Ja. So, dann ist das nämlich unsere Grenze. Ich hätte nur drei. So, das ist die Grenze. Es ist gesperrt. Warte, was? Würde ich niemals tun? Da war ich noch nicht da, kann also nicht bestätigen. Es ist gesperrt worden. Oder was genau? Was? Leider etwas leiser. Hab dich auch lauter gemacht. Mein Lappy ist heute wieder im stillen Modus. Okay, das möchte auch mal seine Ruhe haben. Nee, du hast ja beim Hochladen, YouTube überprüft dann die Monetarisierung, auch wenn du damit kein Geld verdienst, wird das Video in dem Fall, wenn du damit kein Geld verdienen kannst, im Moment hochgeladen und auch nicht gemutet und sowas. Oder die Stelle, du hast die Möglichkeit über YouTube die Stelle rauszunehmen und die auch anzeigen zu lassen. Aber ich habe es immer wieder, dass bei einigen Videos halt, die Musik dann rausgenommen, also dass dann gesagt wird, hier ist eine Monetarisierung, ich lasse mir die Stelle anzeigen und es ist dann nichts. Ne, das ist dann schon seltsam. So, und das war jetzt eigentlich nur der Beweggrund dafür. Und ja, wie gesagt, also ich habe einmal das gemacht, dass ich da so eine Stelle rausgenommen habe. Ich glaube, das war in der Staffel 2 sogar schon, oder sogar schon in der ersten Staffel. Ja, aber wie gesagt, da ich ja damit noch kein Geld verdiene, gehen sie nicht hin und löschen das Video oder so, Gott sei Dank. Aber das ist der Moment dann, wo ich das dann... Ne, kann ich auch gar nicht. Also bei mir ist das so, ich lade die Videos hoch und dann lösche ich die von meinem PC. Ansonsten wäre mein Speicherstand extrem, extrem, extrem. Voll. Deswegen, ja. Das Schlimme war ja, als ich da schon 5 oder 6 Folgen fertig hatte, die wir ja schon Gott sei Dank übersprungen haben, mittlerweile auch auf YouTube.
wo ich was gemacht habe, dann habe ich den neuen PC bekommen und der hat mir dann den PC, also als ich dann meine Festplatte benutzt habe, um als Windows-Partition erstmal zu fungieren, damit der neue PC Windows installiert, da waren die Videos alle weg. Waren Gott sei Dank nur 5. Weil ich habe extra Festplatte zugelegt und heb zumindest noch eine Zeit lang auf. Ja, tue ich auch eine Zeit lang, bis ich sie hochgeladen habe. Bis dahin habe ich sie auch. Die einzigen Videos, die ich, bis die Partition halt gemacht worden ist, hatte ich meine ganzen Monster Super League Videos aufbewahrt. Ja, und die waren dann weg. Das waren, glaube ich, boah, lass mich nicht lügen. 200 Stück? Mehr? Ja, aber die waren alle hochgeladen. Bis auf die 5 Minecraft-Videos. Wird das der Platte jetzt passieren? Wäre ich im Arsch. Ich habe auch ganz schön viel Hearthstone aufgenommen. Habe ich jetzt schon wieder 19 Folgen. Hatte ich eben schon gesagt, also in den Videos davor wird es dann auch auf YouTube auftauchen. Habe ich nämlich. Komme ich da so rum? Ja. Ich kann es auch einfach in die Kiste erstmal reinlegen, ne? Nein. Wir basteln das erstmal in die Kiste hier rein. Habe ich in dem Video schon gesagt gehabt, dass ich im Moment eine WoW-Flaute habe. Die Mythic Plus Dungeons laufen im Moment gar nicht, weil die so extrem schwer gemacht worden sind. Jetzt habe ich mir eine andere Nische erstmal vorgenommen, und zwar Hearthstone Schlachtfeld. Du und normal. Ich glaube, ich muss gleich mal ein paar aufgenommene Videos verschieben, die du schon hochgeladen hast. Nee, und auf jeden Fall muss ich ja erstmal ein bisschen Content wiederbringen. Und ja, Hearthstone ist im Moment ein sehr starkes Laster. Sie haben echt extrem dran gedreht an ein paar Klassen, dass die anders zu bespielen sind, und es macht mega Spaß. Also ich spiele ultimativ gerne das Hearthstone, hier dieses Hearthstone Schlachtfeld. Ja und nein, hab noch nicht alle hochgeladen. Könnte ich aber gerade mal machen, wo Amarok noch schläft. Ja, mach das doch. Bevor er wieder dein Internet aufbraucht, ne? Hallo Stein. Hallo Stein. Ah, wisst ihr noch, wo ich die Fackeln immer in der Hand hatte und dann aus Versehen da eine Fackel hingebaut habe, wenn ich so gebaut habe? Das waren noch Zeiten. So, wir sind auch uns noch gar nicht, oder ich bin noch gar nicht auf die Höhe eingegangen. Hier haben wir nämlich zum Glück unendlich Internet. Nur zu Hause ist es limitiert. Nur im Haus ist es limitiert. Ich wollte gerade sagen, zu Hause ja nicht, ne? Wobei der Upload ist nicht so schlimm wie der Download. Aber zum Stream brauchst du einen besseren Upload statt einen Download. Ja. Das war ich selber am Überlegen. Aber ja. So, Zeit nutze ich kurz. Ich mache mir kurz einen Kaffee. So. Sorry, hat gerade einen Moment länger gedauert. Dankeschön. Welcome back. Weil wo Kaffee rein will, muss auch irgendwann Kaffee wieder raus. Ne? Man kennt es. Ich sag jetzt schon, wie es ist. Wir haben zu wenig Holz mitgenommen. Aber. Jetzt bin ich doch hier runtergefallen, okay. Nein, zack. Zack. Ach wie. Der Kaffee will wieder raus. Blöder Kaffee. Ja gut, der schon benutzte Kaffee, ne? Auch der benutzte Kaffee, der hat ja so viel lebensspendende Energie, die er uns am Anfang gibt.
Und das ist dann wie bei uns, ne? Wenn wir viel Energie abgeben, sind wir auch irgendwann müde und so, und dann möchten wir wieder nach Hause, ne? Oder ins